Herzlich willkommen im Kunstmuseum Basel. Ich heiße Anita Haldemann und habe diese Ausstellung kuratiert. Wir zeigen hier die private Sammlung von Jasper Johns, einem der wichtigsten amerikanischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Und er hat Zeichnungen von ganz unterschiedlichen KünstlerInnen gesammelt. So auch dieses wunderbare Blatt von Käthe Kollwitz, das vielleicht so in den 1930er Jahren entstanden ist. Es zeigt Studien von Händen. Und das ist ein sehr interessantes Motiv für den Künstler, weil Hände sind natürlich, das ist die künstlerische Hand, die sich mit dem Stift auf dem Papier ausdrückt. Eine Hand ist aber auch immer eine Art Porträt eines Menschen. Gerade hier auf diesem Blatt sehen wir, dass diese Hand, eigentlich beide sind fragil, zerbrechlich. Sie liegen auf einer Bettdecke, gehören wahrscheinlich einer kranken Person und erzählen damit auch ganze Geschichten. Das ist eigentlich ein typisches Blatt aus der Sammlung von Jasper Johns. Und diese Zeichnung können Sie auch hier in der Ausstellung entdecken.